Ich arbeite gerne bei der APD, weil hier ein sehr familiäres Verhältnis zu den Kollegen herrscht. Man versteht sich sehr gut hier, man hilft sich untereinander. Für mich sind die Arbeitszeiten hier beim APD ideal, da man die flexibel einrichten kann. Gerade für mich als Mutter einer kleinen Tochter kann ich den Nachmittag mit ihr verbringen. Die APD ist ein Familienunternehmen und das bedeutet, dass auch hier in der Situation letztendlich wir eine exklusive Solidargemeinschaft sind. Also schon ein Zusammenschluss von Menschen, die einen besonderen Anspruch letztendlich formulieren. Mitarbeiter ist bei uns nicht Produktionsfaktor, Arbeit, sondern er ist letztendlich wesentlicher Bestandteil dieses Unternehmens. Für mich ist es ein Traumjob, weil mir die Zusammenarbeit mit den alten Menschen eine große Freude bereitet. Ich lache mit ihnen, ich weine mit ihnen, ich tanze und singe mit ihnen. Ich versuche meinen Patienten persönlich immer zu sagen, holt doch das Positive aus eurer Situation. Halt mehr lachen, mehr Freude daran haben, alt zu werden. Ich führe eher so ein familiäres Verhältnis zu meinen Patienten. Ne? Wie oft höre ich, ach, du bist wie meine Nichte. Oder die eine Patientin sagte letztes Mal, mein Mann hat sie geschickt, sie sind wie ein Engel. Ich möchte keinen Dank, aber wenn man dann schon solche Dinge hört, freut man sich sehr darüber. Wir sind Ausbildungsbetrieb. Wir bilden im Bereich der Altenpflege aus. Das heißt, bei uns können Sie die Ausbildung zum staatlich geprüften Altenpfleger absolvieren. Das ist eine dreijährige Ausbildung, eine Kombination zwischen einem Besuch in einem Fachseminar, aber mit einem großen Anteil hier bei der APD als Arbeitgeber. Die APD stellt jedes Jahr Stipendien zur Verfügung. Das heißt, uns ist bewusst, dass wir als APD nur so gut sein können, wie unsere Mitarbeiter gut sind und gut ausgebildet sind. Deswegen, wenn wir sprechen immer von Rohdiamanten, wenn wir Rohdiamanten sehen, dann wollen wir diese schleifen und dann finanzieren wir die Weiterbildung, die verschiedensten Weiterbildungen und schaffen entsprechende zeitliche Ressourcen, um an dieser Weiterbildung auch teilnehmen zu können. Wir bauen nicht, sondern wir schaffen Lebensräume. Und das Besondere in unseren Wohngemeinschaften ist die Struktur, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt wurde. Wir wissen, dass Menschen mit einer Demenz sicherlich auch hier eine besonders angstgebende bzw. ängstliche Struktur in ihrer Persönlichkeit verankert haben. Und aus der Perspektive dieser Fragestellung heraus hat sich ein Raumprogramm entwickelt, was hell, übersichtlich, klar strukturiert ist und nicht mit versteckten Ecken und Winkeln letztendlich Orte des Angstmachens verursacht wird. Der Beruf Altenpflege, der bietet mir auch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel bin ich jetzt 10 Jahre beim APD, bin mittlerweile bei meiner dritten Weiterbildung.
Die erste war zur Praxisanleitung, dann Hygienebeauftragte, wo ich auch tätig bin, bei uns in den Wohngemeinschaften. Und jetzt gerade mache ich die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung.